Willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial, und zwar von SFS. Ja, ihr wolltet unbedingt herausfinden, wie ich die Raketen auf dem Mars gespawnt habe. Und zwar müssen wir dazu die Launchpad-Position verändern. Und das machen wir dadurch, dass wir Dateien, also eine Datei, bearbeiten. Und dazu habe ich mir hier einen Datei-Explorer runtergeladen, mit dem man auch zusätzlich Dateien bearbeiten kann. Und das Ganze funktioniert leider nur auf Android, weil man auf iOS dazu das Smartphone cracken muss, also illegale Dinge tun muss, um auf diese Dateien zugreifen zu können. Deshalb werde ich es nicht zeigen, und zudem habe ich kein Gerät mit iOS. Auf jeden Fall haben wir hier den RS Datei Explorer. Ein Link dazu in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier den internen Speicher und externen Speicher. Ihr müsst nicht unbedingt einen externen Speicher haben. Ich mache das einfach. Also ich habe eine SD-Karte, um da die Videos drauf zu packen, die ich so mache. Und oben haben wir halt den internen Speicher. Da klicken wir erstmal rauf. Jetzt seht ihr eine ganze Menge Sachen. Dazu gehen wir noch auf Android, auf Data, gehen ganz weit nach unten, hier hin, wo das kleine SFS-Symbol ist, gehen auf Files, und dann seht ihr schon Custom Solar Systems. Und jetzt seht ihr hier Example und Example 1. Das Example ist vorher schon verfügbar. Das Example 1 habe ich selber gemacht. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann markieren wir alles und kopieren es. Gehen wir zurück, machen einen neuen Ordner. Ich lasse den Namen erstmal so und wir fügen das ein. Dann haben wir hier die ganzen Sachen drin. Und jetzt seht ihr hier gleich die Launchpad Position. Wenn man es öffnet, seht ihr Erde. Also das Launchpad ist in diesem Solar System auf der Erde. Ich nehme es jetzt mal als Beispiel Mond. Also ich will da den Mond reinmachen. Vorher müssen wir aber noch ein paar Vorbereitungen treffen, und zwar müssen wir erstmal auf Planet Data, und dann seht ihr hier die ganzen Planeten und Monde, und da haben wir auch schon den Mond, da klicken wir mal drauf, und dann seht ihr hier, Moment, ich bearbeite mal kurz, hier haben wir den Radius, ja, das ist die Größe vom Planeten oder vom Mond, und diese Zahl müssen wir uns merken, also 86.500. Dann gehen wir wieder zurück und gehen zur Launchpad Position, bearbeiten das Ganze, packen da Moon rein, und vom Y-Wert her müssen wir halt dann 86.500 reinmachen. Die X-Position mache ich erstmal auf 0 und dann speichern wir das Ganze. Ja, speichern. Und dann können wir das Ganze mal austesten. Wir gehen einfach zu SFS rüber. Und sobald es geladen ist, machen wir uns eine neue Welt. So, spielen. Dann Welt erstellen. Ja, meine Welt 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla bla bla, ihr wisst. Welt erstellen. Und jetzt seht ihr hier drei Stück. Einmal Sonnensystem Standard, dann Example 1 und Ordner, das haben wir gerade erstellt. Dann gehen wir mal kurz auf den Baumodus und nehmen uns jetzt einfach irgendein Teil, was halt gerade nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und ihr seht, wir sind irgendwo unterm Mond. Das ist logisch so. Ja, keine Sorge. Ihr seht Höhe, Terrain, minus 198 Meter. Ja, das heißt, die Launchpad Position ist zu tief. Wir gehen zum Hauptmenü. Gehen nochmal rüber. Und ändern jetzt
das hier um etwa 200 Meter, also hier 86.700, und speichern das Ganze wieder ab. Dann gehen wir zurück, wieder auf den Baumodus und starten das nochmal. Und jetzt seht ihr, wir sind auf der Oberfläche vom Mond und ja, wir sind auf einem ziemlichen Berg hier gerade, beziehungsweise an einem ziemlichen Krater. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Oberfläche vom Mond und wir könnten es sogar noch ein bisschen höher setzen, um es an der Seite flach zu machen. Aber das ist es auf jeden Fall. Hier haben wir den Mond. Und man kann immer mal wieder so ein bisschen austesten. Man kann das Launchpad mit der X-Position noch weiter nach rechts oder links verschieben. Ihr könnt auch vom Krater aus starten, wenn ihr die X-Position größer macht. So funktioniert das Ganze. Und das habe ich auch beim Mars gemacht. Also nochmal kurz zusammenfassen. Ihr schnappt euch einen Datei-Explorer. Ich habe in diesem Fall RS Datei Explorer gemacht, Link in der Beschreibung. Dann geht ihr auf intern Speicher, Android, Data, ganz nach unten zu SFS, Files, Custom Solar Systems, geht in den Example Ordner, markiert alles, kopiert alles, geht wieder zurück, macht einen neuen Ordner. Dann im Ordner kopiert ihr alles rein, sucht euch einen Planeten aus oder einen Mond, dann geht ihr auf Planet Data, guckt euch den Radius an vom Planeten oder vom Mond, merkt euch das, geht dann zur Launchpad Position, gebt den Planeten oder den Mond ein und die Y-Position, guckt nach, wenn es gut ist, dann ist schon fertig. Wenn nicht, könnt ihr es noch ein bisschen bearbeiten. Ja, okay. Dann haben wir es geschafft, Leute. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.